So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wieso ist denn die Musik jetzt weg? Ah. Naja, die kommt wieder. So, wir haben hier ja, wie gesagt, angefangen, alle Karten wegzumachen, bis auf die Eishöhlen. Das werden wir jetzt auch noch tun. Ey, hier müssen wir nur zwei Minions retten. Oh, das ist ja perfekt. Wird schwierig genug sein. Deswegen legen wir einfach gleich mal los. Viertelstunde haben wir. Und wo muss ich eigentlich hin? Ah, da ist ja schon der erste. Summ. Okay, ich brauche ein Zahnrad. Wo gibt's das? Alles nach rechts. Okay. Nach Osten, wie man es sehen möchte. So. Ja. Da oben. Okay. Eislevel! Gut. Dann wissen wir das wieder. La 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 la. Zack, 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 zack. Fu. Fu. So. Haben wir das erledigt? Das Ding da drüben holen wir uns natürlich ganz klar. Mit dem Chatty. Da fackel ich auch nicht lange. Puh. Naja, egal. Jetzt habe ich's ja. Ich darf bloß nicht zu viel sterben. Weil sonst... Sonst ist Schluss mit lustig. So, also fliegen wir hier jetzt zurück. Wir schalten hier aus. So. Blaue Pfeile sind alle weg, das ist ausgezeichnet. Dann schmeiße ich mich doch wieder darunter, heldenhaft wie ich bin. Und sag Chatty an. Yay! Fu-ba. So, wo ist der nächste? Immer noch weiter nach rechts, okay? Weiter nach rechts. Und weiter nach rechts. Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen bescheuert. Wegen. Ah. Wegen. Weil ich jetzt den ganzen Weg natürlich wieder zurückfliegen muss. Aber okay. So. Den ersten habe ich. Und jetzt wieder ganz zurück zum Ausgang. Sollte ja kein großer Deal sein. Ich muss einfach nur wieder an die richtigen Stellen kommen, mit dem Chat rüber. Will ich das? Nein, das ist mir zu riskant. Das heißt, ich schnapp hier einfach meinen Chatty. Ja, Chatpack ist schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Bam. So. Sind da Dinger im Weg? Ja, natürlich sind da Dinger im Weg. Die Geschichte. Und dann, wie geht's hier weiter? Ja, so geht's weiter. Okay.
einfach Chatty an, rüberflitzen, Sache gegessen. So. Dann habe ich den Mia jetzt auch gerettet. Ah. Sobald ich da hochkomme. Und damit haben wir die Karte erledigt. Juhu. War gar nicht so kompliziert für den Eislevel. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich bin begeistert. Waren jetzt vielleicht 6 Minuten. 3 Minuten gespielt. 3 Minuten gelabert. Damit es im zweiten Ding nicht auch so ewig Zeit verschwendet wird. Legen wir gleich los. Erst fehlt noch ein Kristallscherbe und Eisblobs, die ich zerstören muss. Dann schauen wir doch mal, wie wir uns hier schlagen. So. Wo? Da. Eine Kristallscherbe, 7 Eisblobs. Wunderbar. Das ist genau da oben. Also mache ich jetzt hier mein Chatty wieder an. Bam, Chatty. Und drüber flitzen. Den sollte ich vielleicht umgnatzen. Weil vielleicht hat er Granaten. Ich glaube, Granaten sind besser in dem Fall als... So, Dele. Da oben gibt es noch 3. So, jetzt haben wir einen Checkpoint und für den letzten haben wir das Maschinengewehr. Das sollte auch reichen. Auf jeden Fall. Haben wir aber einen Checkpoint. Das finde ich nämlich insofern gut. Hätte ich jetzt nicht voll sein müssen? Ich hatte doch 2, oder? Oder waren es 3? Ey, ist auch egal. So. Padam! Und ich habe nicht mal den silbernen Schlüssel gebraucht. Wofür gibt es den silbernen Schlüssel? Wieso hatte ich einen silbernen Schlüssel dabei und wieso habe ich ihn nicht benutzt? Naja, schlechtes Leveldesign, egal. Weiter geht's. So. Dann sind wir hier jetzt bei der letzten Karte und quasi arktische Ödlande. Komm, mach Start. Start. So. Ich muss den LRTS-Stück finden. Das. So, und muss einfach bloß gucken, wo es ist. Na, es ist natürlich wahrscheinlich wieder ganz am Anfang. Würde ich auch so machen, wenn ich das könnte. So. Nein, es ist in der Höhle da unten. Das ist ja noch viel besser. Das heißt, die Geschichte haben wir auch gleich erledigt. Bam! Das war die Geschichte. Schade, die Musik von diesem Arctic Level hat mir echt gefallen. Hat mir echt gut gefallen. Gut. Dann war das diese Geschichte. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. So, in diesen 5 Minuten versuche ich verzweifelt hier das Ding zu übersetzen. Long Range Teleport System. Gut.
Galdorf ist zu seinem Orbital, ist zu seiner orbitalen Raumstation zurückgekehrt und jetzt da Bob die Energiequellen hat, um das Long Range Teleport System, also große Entfernungen Teleportationssystem, genau, also jetzt da Bob die Energiequellen für das LRTS hat, kann er ebenfalls zu der Station gehen und diesen bösen Metal Blob ein für alle Mal besiegen. Die Station sollte zerstört werden, die Station sollte ebenfalls zerstört werden. Um dies zu bewerkstelligen, muss man Dynamit platzieren, muss man überall auf der Raumstation verteilt Dynamit platzieren und einige der Energiequellen der Station zerstören. Dann wird es ein Rennen gegen die Zeit sein, um den Kristall von Galdorf zu ergreifen, bevor das Dynamit explodiert. Viel Glück! So, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Überhaupt gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es zeitkritisch war. Aber vielleicht hat es einfach geändert oder vielleicht war ich auch noch nie so weit. Doch, eigentlich schon. Na gut. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit 12 Minuten Folgen gemacht, deswegen bin ich so hinterhältig und sag, diesen Kampf, den sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles erdenklich Gute. Einen schönen Tag natürlich, macht's Beste draus noch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, bis dann.